Herzlichen Willkommen bei Eumel die LP zu einem neuen Part von Sims 4 Großstadtleben. Ja, jetzt wollte ich schon herzlichen Glückwunsch sagen, aber irgendwie, ja, ist es ein bisschen Quatsch. Im letzten Part war hier wieder so einiges los, oder naja, wir mussten uns ein bisschen streiten mit unserem lieben Diego, damit Melody wütend wurde und eine Schimpftirade bringen konnte auf ihrem Social Media Dingsbums. Ja, jetzt ist eigentlich ja schon später Abend. Penny hat sich zu Besuch angemeldet und ich lasse mal die Zeit laufen. Der Kleine hier ist noch am Futtern. Und ja, sie sollte sie eigentlich hereinbitten, ne? Oh, Bugs, Ju, bist du da so schnell hingekommen? Ja, hallo, Penny, komm mal her. Wir können mal über die neuesten Spiele reden. Und keine Ahnung, was sonst noch. Eine unglaubliche Geschichte erzählen und was weiß ich, ne? Vielleicht auch mal Muckis zeigen. So, also, du redest mit deiner Freundin, du bist am Essen, kleiner Mann, machst doch dabei schön in die Windeln. Ich war ja so nicht gedacht, ne? So, was macht sie? Sie sollte auf Toilette gehen. Wo ist sie denn? Ach, da kommt sie runtergekrabbelt. Was möchte sie denn? Mit Diego über Superhelden reden. Ja, kannst du machen. Und sie möchte Fernsehen. Ah. Ja, hier ist ja auch irgendwie andauernd der Fernseher an. Also ohne, dass ich den anmache. Ich kann ihn auch teilweise nicht ausmachen. Also was da los ist, ja, weiß ich noch nicht so genau. Jetzt will sie irgendwas mit ihrem Bruder. Ja, mach mal. Ist okay. Wie geht's denn unseren Katzen? Das sollte ich auch mal kontrollieren. Ach, die sind da hinterm Fernseher zugange. Ich hoffe, sie kommen da wieder raus. Ja, sitzen da. Oder auch nicht. Okay. Ja, sie können drumrum. Ich habe schon Angst gehabt. So, und Diego müsste im Bett liegen, ne? Rein theoretisch, oder? Was machst du? Wo bist denn du? Ach, stimmt. Der ist ja runtergegangen nach der Streiterei. Und jetzt singst du uns hier was? Ach, das ist aber lieb. Also, Diego, wirklich. Du bist lustig. Hilft das? Beruhigt dich das irgendwie? Keine Ahnung. Ich habe keinen Plan. Oh, guck mal hier, du könntest mal eine Schneekugel suchen. Da, mach mal. Mach dich irgendwie nützlich. Ich muss mal gucken, wo sind wir denn da oben? Genau. Und dann kommst du hier mal wieder hin. Und schnappst dir noch was zu essen. Oh, er hat eine Sammlung vollständig. Ja, cool. Moment. Jetzt ist er wieder weg. Sekunde. Sekunde, Sekunde. Was steht denn da? Glückwunsch, du hast alle Schneekugeln der Stadt. Nee, warte. Du hast alle Schneekugeln der Stadt gefunden. Sie passen bestimmt hervorragend zu deinen Deko-Eiern und Meteoritensteinsammlung. Ja, bestimmt. Aus den Teilen der Gratiskiste hat Diego Folgendes geborgen. Eine Schneekugel. Sensenmann. Oh, limitierte Auflage. Super. Hast du gut gemacht, mein Guter. Habe ich ja gar nicht mehr im Blick gehabt, dass wir hier auch Sachen versammeln können. Ja. Nimm dir mal was zu essen. Und wir gucken mal, wie es hier weitergeht. Und was die Kleine hier so macht. Was machst du denn, Mädel? Wolltest du Puppenhaus spielen? Ja. Wo bist du? Bist du wieder oben? Okay. Wie hoch ist denn jetzt dein Denkerlevel? Wollte ich doch mal... Ach, Quatsch, falsche Richtung. Da, wie weit bist du denn im Denken auf Stufe 3? Ja, mir wäre es irgendwie ganz lieb, wenn du hier nochmal weiter fummeln würdest, vielleicht. Dann, ne? Mach mal. Ist okay. Gut, ihr unterhaltet euch. Keine Ahnung. Du bist verspielt. Ach so, ich wollte ja mal gucken, ob er sich jetzt vielleicht bei ihr entschuldigen kann nach der Streiterei da vorhin. Farbtheorien reden. Kannst du dich noch entschuldigen? Erziehungstipps geben. Liebevoll umarmen, kennenlernen, Kompliment über Kunst machen. Naja. Das ist irgendwie nicht so. Aber irgendwie hat der Streit den beiden auch nicht so gut getan, merke ich gerade. Wenn ich mir so die Anzeige betrachte. Aber gut. Können wir momentan nicht viel machen. Was ist jetzt kaputt? Oh je, sie ist sehr verspielt. Himmel, komm runter, Mädel. Wo bist du denn überhaupt? Wo steckst du? Ach hier. Okay. Oh, und da ist was kaputt. Ja, dann kannst du direkt mal reparieren gehen. Rohrleitung reparieren. Mach das mal. Wir brauchen hier keine kaputten Toiletten. Also, ne? Oh, da ist eine Mieze. Och, wie süß.
Guck mal, du könntest doch mal mit der Mieze kuscheln. Hier, streicheln, umarmen und vielleicht auch mal mit ihr reden. Mit der süßen kleinen Minka. Das ist wunderbar. Und dann darfst du auch Puppenhaus spielen. Ja, klar darfst du das dann noch. Was macht denn jetzt Melody? Melody will... Was machst du mit dem Kleinen? Lass den in Ruhe. Dem geht's gut. Geh du mal lieber die Rohrleitung reparieren. Mädel. Mach dich an die Rohrleitung. Husch. Ist Minka noch da? Ja. Irgendwo ist sie hin. Ah, da ist sie. Gut. So, und Diego, was machst du? Ist eigentlich Penny noch da? Ich habe keine Ahnung. Aber du musst ins Bett. Oh Gott, ich habe keinen Plan mehr hier. Ihr seid mir alle ein bisschen zu chaotisch. Geh schlafen. Mitten in der Nacht sind die alle wach. Also, ja. Wo ist Penny jetzt eigentlich hin? Keine Ahnung. Ist sie wieder weg? Oh, Marvin und Minka sind soeben beste Freunde geworden. Ja, das ist doch schön. Zeig ich mal an. Ach, da ist Penny. Ah ja. Und Melody hat folgende Tuning-Teile bekommen. Ja, dann tu die mal bitte plündern und musst du das Ding eigentlich auch mal säubern? Nee, ne? Oh, und Penny kümmert sich um unsere Kleine. Oh, das ist ja goldig. Melina wird von Penny beaufsichtigt. Oh Gott, und Melody ist auch schon müde. Oh, dann geh mal wegwerfen. Und ja, was denn? Verabschieden könntest du dich dann auch mal, beziehungsweise ja, ins Bett legen, ne? Zu deinem Herrn und Meister. Oh Gott, ja, dann gehst du schlafen. So. Und die Kleinen, was machen die da? Hey, hallo, nein, was machst du da? Oh, sag mal, halt, stopp, 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 stopp. Was tust du da? Was machst du denn da? Achso, schlafen. Wo hast du denn jetzt den Kaffee her? Achso, ist das Müll? Okay. Kannst du dich da verabschieden? Ich will Wohnungsschlüssel abnehmen. Stopp mal. Oh, und er macht dir mit den Pfannen rum. Junge, du machst ja all Chaos hier. Was soll denn das? Ich würde sagen, nee, bitten einzuziehen bestimmt nicht. Über Spielstrategie kannst du nochmal mit ihr diskutieren. Das hilft vielleicht. Wir müssen ja irgendwann nochmal, keine Ahnung, irgendeinen Wettbewerb gewinnen. Und dann müssen wir sie aber auch bitten zu gehen. Tut mir leid, ich bin dann müde. Und geh dann bitte schlafen. So. Und wir gucken mal, was hier der kleine Mann macht. Du bist ja echt verrückt. Hör mal auf damit. Das ist kaputt gegangen. Okay, da nimmst du nichts mehr von, hoffe ich. Du wolltest mit Puppen spielen. Dann komm hoch und spiel mit Puppen. Wo ist es denn? Da, Puppenhaus. Dann geh hier. Hä? Nee. Ja, kannst auch gucken, was das ist. Und du darfst mit Puppen spielen. Mit deiner Schwester vielleicht. Nee. Wo ist deine Schwester hin? Die liegt schon im Bett. Okay, dann tu einfach so mit Puppen spielen. Heiliges Kanonenrohr, ist das ein Chaos hier bei mir immer. Melody ist total müde. Ui, Bewegung fünfter Bewegungsfähigkeit, Level fünfter Bewegungsfähigkeit. Ja, toll. Sehr schön gemacht, Marvin. Aber ich komme hier nicht mehr voran, ehrlich, Leute. Es ist so grausam. Ich krieg nichts mehr gebacken. Ja, ihr zwei unterhaltet euch hier einfach. Okay. Der Fernseher ist aus. Das finde ich wunderbar. Irgendwann musst du dich aber auch mal dann um deine Sachen kümmern. Ja, du bist müde, dann sag ihr doch einfach Tschüss. Ja, auf Wiedersehen. Ich muss gehen. Genau. Und Tschüss, alle Mann, ab in die Federn. So, dann gucken wir mal, was Marvin gerade macht. Ich hoffe, die Katzen haben ja hoffentlich noch zu essen. Ja, schön. Und du bist müde. Dann würde ich sagen, gehst du jetzt aber auch noch mal schlafen. Abmarsch. So. Ins Bett mit dir. Was willst du hier? Tablet-Spiel spielen. Das können wir mal anpinnen. Und dann müssten sie jetzt eigentlich alle im Bett liegen. Wo die Katzen gerade sind, weiß ich nicht. Können wir ja mal gucken. Ah, die sitzen draußen. Gucken sich die schöne Aussicht an. Und das Toilettending. Und hier gehen uns die Pflanzen kaputt. Oh Gott, nein. Fürchterlich, das Ganze hier. Und jetzt schlafen alle. Das ist wunderbar. Wenn alle schlafen, finde ich toll. So.
Und da ist Melody auch schon wieder wach. Guten Morgen, meine Süße. Dann geh du doch bitte mal auf Toilette, benutzen und reinigen am besten direkt schon. Und dann kannst du duschen gehen. So, dein Schatzi, muss der eigentlich heute arbeiten? Moment, das wäre wichtig. In 4 Stunden, oh ja. Ja gut, aber ihm geht's soweit ganz ordentlich. Er kann ja mal hier auf Toilette gehen, wenn er das will. Dann geh du mal da. Oh, er ist schon wieder wütend, weil er hitzköpfig ist, bestimmt aber nur, ne? Ja, böse gesinnt, wegen der Hitzköpfigkeit. Okay. Er will immer noch irgendwem Wohnungsschlüssel geben. Das hatte ich doch angepinnt, Mensch. Ja. Gut, dann tut mal, was ihr tun müsst. Ach. Das Toilettending ist sauber, das Töpfchen auch, oder? Ja. Marvin müssen wir das noch beibringen. Ach, guck. Tja, Melina hat das schon gelernt. Was willst du denn jetzt in ein Tagebuch schreiben? Hast denn du überhaupt ein Tagebuch? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. So. Ich glaube aber, mich zu erinnern, dass unten schlechtes Essen rumsteht. Pass mal auf. Halt, stopp, wo rennst du hin? Stopp, stopp, stopp. Tu mal aufräumen hier. Bitte aufräumen. Ja, dann bist du wenigstens auch glücklich. Und dann kannst du mal was Schönes, Leckeres kochen. Wie wär's denn mal mit... Oh, 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 stopp. Wir wurden befördert. Yeah! Zur Internetsternchen. Wow, wir sind ein Internetsternchen. Melody wurde befördert und ist jetzt Internetsternchen. Sie verdient jetzt 122 Simoleons. Mehr pro Stunde, was einen Stundenlohn von insgesamt 278 Simoleons pro Stunde ergibt. Super Gehalt. Sie hat zudem folgenden Bonus erhalten. 498 Simoleons. Die Zufluchtspiel signiert. Road Rival Alpha signiert. Sims Forever signiert. Sportspaß signiert. Streamer prahlen? Nee. Oder? Streamer prahlen. Oder pranken? Ah, ich kann es nicht lesen. Und Let's Play Videospiele streamen. Sie kann Let's Plays machen. Ich find's genial, Leute. Ich finde das so genial. Ist ja super, was sie alles kriegt hier. Okay, du solltest mal was kochen. Und zwar zum Frühstücken. Was hätten wir denn da gerne? Rührei mit Speck, ja, hatten wir gerade. Glaube ich, Eier und Toast, ja. Pfannkuchen, komm, nimm Pfannkuchen. Pfannkuchen sind immer gut, mach gleich eine Partygröße davon. Das ist wunderbar. Und dann gehen wir auf sie, weil sie hat das Bimmelding hier. Und wir arbeiten natürlich von zu Hause aus, ist ja logisch. Ja, was müssen wir denn machen? Zeig mal. Wir sind ja jetzt Internetsternchen. Die wievielte ist denn das? Die achte. Und wir sind Online-Persönlichkeit. Das wollte ich doch gucken. Wir müssen jetzt 10 Millionen Follower besitzen. Ach du Schande, das kann wieder dauern. Wir müssen konzentriert werden und verdiene Geld mit Werbung für ein Hauptprodukt. Ah, das ist jetzt kein Nebenprodukt mehr. Okay. Das stelle ich mir nicht so einfach vor. Okay, gucken wir mal, ob wir das hinkriegen. Ja, Mädel, dann duschst du erstmal fertig. Ist in Ordnung. Dein Mann macht das Essen. Aber, ja, super. Wir sind Internetsternchen. Das mit dem Streamen und so muss ich mir dann auch mal angucken. Das interessiert mich doch dann sehr. Was ist jetzt passiert? Ist irgendwas kaputt gegangen da oben? Du hast eine Pfütze hinterlassen. Wisch die doch mal auf. Hallo? Pfütze wischen und überhaupt und, ja, wisch mal die Pfütze auf. Und der Postbote kam und hat scheinbar schon wieder Werbung. Himmel. Rechnungen abgegeben. Wir sind schon wieder böse gesinnt. Ja, und überall liegt hier das Essen rum. Stimmt ja, stimmt ja. Die Kinder hatten ja auch Essen bei sich da unten, oben. Ach Gott, Leute, entschuldigt. Ich bin schon wieder total, ja. Was hast du für ein Problem? Du, so hungrig bist du gar nicht. Oder doch? Ja, okay. Ist schon okay. Aber gucke mal, da ist ein... Was ist das? Du kannst noch ein bisschen singen üben, bis dein Schatz das Essen fertig hat. Geh singen üben, Mädel. Du musst das fertig kriegen. Was ist denn jetzt kaputt? Ich hab dir gesagt, was du kochen sollst. Hey, mach das doch dann auch.
Ach, warum macht ihr nie, was ihr sollt? Das ist langweilig. Ich drehe ja hier noch durch. Wo sind jetzt die Pfannkuchen hin? Da. Pfannkuchen, Partygröße, bitte machen. Machst du's jetzt? Diego? Gehst du an die Arbeit? Jawohl, ja. Er macht jetzt leckere Pfannkuchen. Oh, und da ist unsere Minka. Die guckt den Kaffee-Dings da an. Und wir haben wieder Tantiemen gekriegt. Ja, wir müssen auch mal wieder ein bisschen mehr Bücher schreiben, aber ehrlich hier. Minka ist da. Wo ist denn unser Mikesh? Ach, der hopst da herum. Okay, und zu essen habt ihr alles, ne? Ja, alles bestens, alles gut. Schauen wir mal, was Melody macht, wenn sie am Singen ist. Oh, und da kommt unsere Putze. Wie heißt du noch mal? Bleib doch mal stehen. Reiki, Reiko. Bleibst du da? Wenn ich gucken will, wie du heißt, musst du einmal stehen bleiben. Riko Yoshida, genau. Das muss ich mir merken. Vielleicht könnten wir uns ja auch mit der anfreunden. Warum denn eigentlich nicht? Nur weil die unseren Haushalt schmeißt? Ich meine, ne? So, ich wollte aber eigentlich mal zuhören, wie du da am Singen bist. Sieht aus, als wäre ich fertig. Das macht dann null Simoleons. Ja, wir sind hier eigentlich fleißig auch selber am Aufräumen. Dann trotzdem Dankeschön. Ach fein, das ist ja super. So, und dann kannst du zum Essen rufen. Genau. Zum Essen rufen. Würdest du mal zum Essen rufen? Ich meine ja nur, sag den anderen, es gibt was zu futtern. So, Jo, genau, Essen ist fertig. Jawohl, ja. Und? Hast du die Meldung gekriegt? Nee. Sie kriegt noch nicht mal mehr die Meldung, dass es was zu essen gibt. Das ist grausam. Okay, hol dir einfach was. So. Gut. Also da muss ich gucken, dass die beiden sich noch gut verstehen. Und du gehst arbeiten natürlich. Ja. Was willst du machen? Was Liebes? Ja, mit ihr plaudern, das ist gut. Mit ihr plaudern ist immer gut. Plaudert ihr mal. Ich bin immer noch der Meinung, sie hätten sich... Weil guckt doch mal, wie hoch... Guckt mal. Hier, schaut euch den grünen Balken oben an. Ey, und unten. Die waren komplett, beide komplett voll gewesen. Das geht so nicht. Wir müssen das unbedingt wieder in Ordnung bringen hier. Das geht gar nicht. Hallo, wir müssen unbedingt was dafür tun, dass die beiden sich wieder verstehen. Mal ein Kompliment machen, mal ja, irgendwie über Gourmetspeisen quatschen und keine Ahnung, ja, vor Lieblingssänger schwärmen. Also ihr müsst euch wieder besser verstehen. So geht's nicht. Das ist der Hammer, was da der Streit angerichtet hat. Deswegen bin ich jetzt froh, dass wir ein wütendes Gemälde bei ihr haben. Und ich hoffe, dass ich diese Streitereien dann vermeiden kann, weil das ist echt blöd so. Kabla, Ich höre irgendwen jaulen. Wer Kabla jault Tabe, denn Kabla hier? Ach Gottchen, ja, ihr werdet ja gar nicht mehr beachtet, ihr zwei. Oder unterhaltet ihr euch nur? Das kann auch sein. Mikesh und Minka unterhalten sich. Seid ihr in einem Zwiegespräch? Katzenmiau. Oh, wie süß ihr aber auch seid. Ihr seid so goldig. Aber keiner kümmert sich, ne? Niemand knuddelt euch mal oder so. Das ist schon echt traurig, ja. Finde ich jedenfalls so. Und versteht ihr zwei euch jetzt wieder ein bisschen besser? Macht ihr noch was? Als auch mal ein Kompliment machen und über Videospielprofis tratschen. Oh, das ist neu, glaube ich. Jawohl. Und über den Weltfrieden quatschen. Und keine Plötzlich. Ahnung. Kennenlernen oder eine tiefgründige Unterhaltung. Ja, bevor ich mit der Romantik hier weitermache, will ich den ihren Freundesbalken wieder hochkriegen. Oh, da ist jemand wütend. Hilfe, nein, ja. Gehst du auf Töpfchen freiwillig? Das ist aber gut. Und was macht dein Bruder? Der hat Hunger. Der kann mal herkommen. Wo ist denn jetzt das Essen hin? Hey, wo ist... Also da. Ich dachte schon, wo ist das Essen hin? Du nimmst immer was zu futtern. Nachher muss deine Mama dich baden. So, du warst auch fertig. Na, du sitzt noch auf dem Töpfchen, okay. Mensch, Melina ist so cool. Die kann schon allein aufs Töpfchen gehen. Das macht die auch glatt. Wer bimmelt denn hier? Moment.
Salim, ich habe gehört, dass Melody die Star angefreundet hast. Ja, das ist unsere Ehefrau, mit der wir uns wieder angefreundet haben. Man kann es nicht glauben, ey, echt jetzt. So, du schnappst dir dann auch ein Essen, bitte. Und Diego ist auf der Arbeit. Sehr schön. Fleißig arbeiten, bitte. Ach du meine Schande, sind die runtergekracht. Ey, das ist der Hammer, das ist der Hammer. So, du räumst bitte mal schnell auf. Die Kinder können essen, die Musik läuft, das ist in Ordnung. So, und was wolltest du? Radiosender World. Hm, hören. Ich glaube, was jetzt? Ach so, der Kleine hat gequatscht. Ich habe schon eben gedacht. So, und ich glaube, du musst dich jetzt hier echt mal um die Pflanzen kümmern. Bewässer die mal bitte und dann ernte mal alles. Axelfell, hey, ich habe gehört, dass du dich mit Diego Star angefreundet hast. Ja, du, das ist mein Ehemann. Wir haben uns erstmal wieder mit unserem Ehemann anfreunden müssen. Das ist schon echt der Hammer, ne? Gut, und dann müssen wir mal gucken, was es so Neues gibt, was wir dann machen können. Wo bist denn? Da? Okay, ja, du holst dir gerade was zu futtern. Genau, mach das mal. Dann kann ich den Rest wegräumen. Das ist lieb von dir. Dankeschön. Und ab damit in den Kühlschrank. Juhu. Bevor die Katzen da noch dran gehen. Und dann müsst ihr zwei euch unbedingt um unsere Kleinen kümmern. Ne? Ich höre die hier dauernd jaulen und machen und tun. So. Nee, warte mal. Stopp. Was willst du denn mit deinem Sohn? Kleinkind überprüfen. Du, dem Kleinkind geht's? Ja, nicht gut. Genau, stimmt. Ja, überprüf es mal. Das braucht dringend ein Bad. Das Kleinkind. Prüf mal. Na, kleiner Mann, was fehlt dir denn? Ich glaube, du stinkst langsam, oder? Nein, nicht in den... Nein, 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 nein. Also irgendwas läuft hier auch mit dem Überprüfen völlig schief. Der braucht ein Bad, junge Dame. Und kein Dingsbums. Wo haben wir denn hier die Badewanne? Da. Tu ihn mal baden. Marvin im... Nee, einfach nur baden. Verspielt wird er schon genug. Ich hoffe, sie macht das jetzt auch und schleppt nicht erst zu irgendeinem Hochstuhl. Tu ihn baden, das ist wichtig. Er braucht dringend ein Bad. Ich hoffe, sie schafft das. Mal die Richtung stimmt, okay. So, und unsere Kleine ist am Futtern. Ah, das dauert noch ein Weilchen, ja. Und dann willst du mit ihm sprechen. Nee, du musst erstmal auffuttern und dann musst du mit den Katzen sprechen. Ah, Mikesh liegt auf seinem Lieblingsplatz, das ist gut. Es ist echt hammermäßig, was hier gerade abgeht. Und seid ihr in der Badewanne? Hallo? Ja, oder auch nicht. Also ich hoffe, sie macht es einfach. Und es ist wieder nur ein... Ach so, sie hat gewartet, bis er auch da ist. Ja, das kann natürlich sein. Jetzt steckst du in der Mama fest. Hallo Marvin, du steckst in der Mama fest. Die tut gerade nichts. Ihr seht wieder echt toll aus. Oh Mann. Diese Bugs hier, so als Haustieren. So, du hast aufgefuttert. Ach, das ist perfekt. So, mit wem willst du denn mal? Wo ist denn Minka? Minka ist da. Mit der würde ich... Oh, jetzt sitzen sie beide da. Okay, dann tu du mal bitte umarmen. Und streicheln. Und umarmen. Und streicheln. Und dann kannst du mit den beiden auch noch quatschen oder was auch immer. Aber kümmer du dich mal bitte um unsere kleinen Tiere. Denen geht's nämlich nicht so super gut. Weil keiner Zeit für sie hat irgendwie, ne? Die Mama ist immer mit anderen Sachen beschäftigt. Ach ja. Genau, so ist das schön. Oh, und da fliegt ein Heli. Wow, das habe ich so auch noch nicht gesehen. Wahnsinn. So, mal gucken, ob die Mama jetzt was macht oder ob die immer noch vor dem Ding steht und nichts tut. Ja, sie sind immer noch verbuggt. Also irgendwie, Moment. Vielleicht hilft das ja wieder. Meistens hilft es, wenn man mal kurz in den Kaufmodus wechselt, dass sie dann wieder was tun. Mehr Auswahl. Baden? Ich wollte eigentlich das Kind baden. Baden? Marvin. Oh, mach das doch mal bitte. Danke. Kann ich dich jetzt baden, nachdem du da so ewig in mir festgesteckt hast? Oh mein Gott, ja.
Wartest du ihn jetzt, oder? Aha. Ah, gut. Alles in Ordnung. Bestens. Es funktioniert wieder. Ich bin immer etwas irritiert, wenn so Sachen nicht klappen. Hallo, hallo, hallo. Wo rennst du hin? Oh, unseren Katzen geht's wieder gut. Das ist fein, ja. Und du brauchst was noch? Genau, zeig mal an. Das Denken, die Bewegung und Fantasie. Weil kommunizieren und Dings hat sie ja schon. Dann würde ich sagen, bewege dich nach oben, das ist gut. Und dann wolltest du doch mit dem Tablet spielen. Warum der Wunsch jetzt schon wieder weg ist, weiß ich nicht. Wo ist das Tablet hin? Wo ist das Tablet hin? Hallo, wo hast du das hingestopft? Oder hast du es in deinem Inventar gepackt? Nee, da ist es nicht. Aber ich sehe es auch gerade nicht rumliegen. Und da bin ich wieder wie immer blind? Nö. Also da hat... Doch, da... Da hinten. Ah. Okay, dann spiel mal Simshape. Ich hoffe, du kommst da auch dran. Da hinten in der Ecke. Ich weiß ja nicht. Das so klappt. Kann man das auch nach vorne zupfen? Ich weiß nicht. Ja. Da. So, jetzt müsste es gehen, oder? Weil das war zu weit hinten in der Ecke. So, dann gucken wir mal. Hier wird noch gebadet. Sehr schön. Und dann muss ich mich dringend kümmern, was mit Melody jetzt geht, mit ihren ganzen neuen Sachen. Hi, Quietscheentchen. Jawohl, ja. Und du wirst endlich wieder sauber, ne? Oh ja, perfekt. Gut. Sehr, sehr schön. Wunderbar. Alles gut. So, was möchtest du? Du möchtest mit Stofftier reden und dann willst du auch Tablet spielen. Dann komm mal her und quatsch eine Runde mit deinem Stofftier. Kannst du erst mal gucken, was ist das? Dann fragst du, was das ist. Und wenn du es rausgefunden hast, darfst du das Ding auch noch umarmen. Und du musst noch dringend hier das Töpfchen säubern, sonst geht da kein Mensch mehr drauf. So. Genau. Dann mach das mal. Aber ich glaube, das Training, oh, so ein bisschen hat es vielleicht schon gebracht. Aber wir müssen halt weitermachen, ne? Sie muss unbedingt öfter trainieren gehen. Oh! Mikesh ist älter geworden und ich hab's nicht mitgekriegt, so ein Mist! Mikesh ist vom Kätzchen zum Erwachsenenkater herangewachsen. Er klettert jetzt Treppen hinauf und springt auf höhere Oberflächen, um sich dorthin zu hocken. Er kann sich auch mit anderen Katzen paaren, wenn er nicht kastriert ist. Ach du Schande! Ein Hoch auf Mikesh! Yeah! Stopp, wo ist er? Ich will ihn sehen. Och, guck du mal, da ist er. Oh, ist er süß! Wie siehst du denn aus? Oh, voll glücklich, oder? Ja, er sieht ganz glücklich aus. Das bedeutet aber, wir müssen demnächst dringend zum Tierarzt, weil ich habe keine Lust, hier nochmal tierischen Nachwuchs zu kriegen. Ja, und ich sehe auch, dass meine Zeit schon wieder um ist. Also werde ich mich mit diesem schönen Mikesh-Bildchen hier von euch verabschieden. Mal gucken, wenn Mikesh gealtert ist, müsste Minka eigentlich jetzt auch bald altern, ne? Ja, schauen wir mal. Das werden wir dann vielleicht im nächsten Part sehen. Ich bedanke mich erstmals fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß an dem Chaos hier. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.